Ich danke euch, mein Freund. Ja, das Glück. Es ist euch offenbar deutlich besser ergangen als den anderen Magiern. Die anderen? Aber sie können doch unmöglich alle... Oh. Gültige Andraste. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, Kind? Ich hatte euch doch gesagt, ihr sollt euch zurückhalten. Wir mussten etwas unternehmen. Wir konnten doch nicht einfach... Wer hat das gedacht? Ein richtiges Familientreffen der Hawks. Zumindest derjenigen, die noch übrig sind. Ich würde noch Gamlin. Erster Verzauberer auf Sinu. Ihr habt also überlebt. Eure Freude darüber ist überwältigend, Kommandantin. Wir haben keine Zeit für Plaudereien. Wir müssen zurückschlagen, bevor es zu spät ist. Und wer wird uns in die Schlacht führen? Ihr etwa? Ich kämpfe um diese Stadt so, wie ich es immer getan habe. Um sie zu kontrollieren, meint ihr wohl? Ich werfe unsere Leben nicht im Feuer zum Fraß vor, damit ihr eure Eitelkeit befriedigen könnt. Wir stellen es mal dazwischen. Ich lasse nicht zu, dass ihr beide euch zerfleischt. Ich übernehme die Führung. Ihr? Ihr stammt noch nicht einmal aus dieser Stadt. Aber ich bin reich. Ebenso wenig wie ich. Und doch beklagt ihr euch nicht, dass wir kämpfen, um unser Zuhause zu verteidigen. Also gut. Aber wie auch immer euer Plan aussehen mag, beeilt euch damit. Warum überrascht mich das nicht? Nun denn, wie wollt ihr vorgehen? Am Leben bleiben ist gut. Ich nehme an, eine Flucht in die Berge ist keine Option, oder? Aber wir könnten natürlich auch versuchen herauszufinden, was sie vorhaben. Das ging auch. Eine hervorragende Entscheidung. Gut, beeilen wir uns. Nein, ich will doch schauen, ob ich was looten kann. Stufenaufstieg. Deswegen haben wir gelootet. Ich hab geahnt, dass sowas passieren würde. Die Kunari scheinen sich in großer Zahl beim Eingang zur Feste zu sammeln. Dann haben sie sie bereits eingenommen. Sie müssen das alles schon seit langer Zeit geplant haben. Vielleicht hätten wir ebenfalls vorausplanen sollen. Ich sehe keine meiner Wachen. Das ist der einzige Weg hinein. Wir müssen sie jetzt angreifen, bevor ihre Zahl noch weiter anwächst. Seid ihr verrückt? Sie haben Geißeln. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Entscheidet schnell. Uns bleibt keine Zeit mehr. Ablenkungsmanöver klingt gut. Wie sieht euer Plan aus, Orsino? Wir müssen euch Zugang verschaffen und dann so schnell wie möglich nachkommen. Und wie genau wollen wir das tun? Habt Vertrauen, Kommandantin. Ihr werdet diese Stadt nicht kampflos einnehmen. Sorry, Bass. Bin der Kater. So ein Vollballjunge. Kunari mögen keine Magier. Kunari mögen echt keine Magier. Einige gegnerische Magier sind immer nur weniger Augenblicke dann verwundbar. Freunde, wichtigen Positionen, Quasselstelle, Anforderung des Kuhn. Finde, wie kommt Dumont und sorge für seine Sicherheit. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da geht's direkt los. Wirklich? Ja,
Wirklich? Ihr haut uns direkt einen Sarebas ins Gesicht. Was zur tatsächlichen... Das lasse ich nicht zu. Wir laden kurz mal. Im Kontrollpunkt. Ja. Was ist das für ein Drecksspiel? Ja. Speichern. Anders. Magie, Willenskraft. Ich glaube, ein bisschen Konstitution kann ihm nicht schaden. Sein Damage-Potenzial möchten wir wahrscheinlich ein bisschen erhöht wissen. Ansteckende wandelnde Bombe? Ja, bitte. Bei wandelnde Bombe ist jetzt schon nicht schlecht. Auch wenn eine Kettenreaktion ganz schön böse wäre. Ich glaube, dass wir damit noch warten können, weil ich denke, wir sollten eher den direkten Schaden verstärken. Mehr Schaden, größeres Gebiet. Laut Gegner eher. Das ist ganz angenehm. Stärke, Konstitution, Willenskraft. Wir gehen von der Willenskraft runter auf mehr Konstitution. Von der Stärke gehen wir runter auf mehr Konstitution. Er braucht das Leben, weil er nicht so viele defensive Fähigkeiten hat wie Evelyn. So, lassen wir ihn seine Edgelord-Fähigkeiten nutzen. Anders benötigte Verletzungsausrüstung. Speichern. Direkt die Fallen entschärfen. Bevor irgendwas derartiges passiert. Du! Mal des Todes. Da teleportiert sich der Dreckige wieder weg. Ist aber wieder aufgetaucht, ich hab's gehört. Da unten. Ich sagte, komm her! Was? Verreck! Anders darf nicht sterben. Die greifen ihn an. Wir werden da nicht so geizig. Gönn dir einen. Du vergisst das direkt da hinten. Feuerball. Es geht Fenris nicht so gut. Wenig überraschend. Kann Evelyn irgendwas tun, um zu wenig Ausdauer? Das generiert zu wenig, viel zu wenig Ausdauer frei. Gut, dann binden wir das mal. Ich hatte halt die Hoffnung, dass ich nicht so viel Ausdauer brauchen würde, aber anscheinend schon. Jetzt heilen. Heilen. Gut, Sattel um auf Rache. Denn hier ist doch der perfekte Punkt für einen Kältekegel von diesem Maß. So. Feuersturm. Ein Stan ist hier. Mal des Todes. Rachefeldzug. Schlingsfangzähne. Hinterhältiger. Meuchelmord. Exakte Schläge. Gruppe sieht soweit heil aus. Politurseide. Das Siegel von Kirkwall.
13 Verteidigung, eine Rüstung, plus 2 Heilungsrate. Runen geprägter verzauberter Stab. Was hältst du, Fenris, von dem Siegel von Kirkwall? Definitiv besser als das da. Was hat Evelyn aktuell für Ringe? War einen besseren für die Verteidigung, für ihre Verteidigung. Und mehr Gesundheit. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist mit Waffen aus? Dürrem getränkter Geätzerstab. Mehr Ausdauer-Regenerationsrate, aber ich glaube, der pure Buff von 40 Ausdauer mehr ist deutlich besser. Okay, bei Evelyns Taktiken deaktivieren wir das hier mal. War ein netter Gedanke, aber sie hat nicht genug Ausdauer dafür. Okay, in die Wachkaserne kommen wir gar nicht rein. Leichnam. Da sind scheinbar sehr viele Wachen draufgegangen bei der ganzen Aktion. Hoffen wir, dass es doch nicht gut geht. Ihr habt ihr euren Willkommen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr löst damit einen Krieg aus. Oh Gott. Seht euch an, wie fette Dathrasi fresst ihr vor euch der hin Papierknick ist gebrochen. Beschwert euch nur, wenn euer Mahl unterbrochen wird. Ihr seht nicht auf, ihr seht nicht, dass die Weide kahl gefressen ist. Alles, was ihr hinterlasst, ist Leid. Ihr seid blind. Doch ich werde euch die Augen öffnen. Aber wir haben Gäste. Tretet ein. Diese Klone, die da alle rumstehen. Einer von drei fällt nicht auf. Hawk, ich habe euch erwartet. Miraz Tor Ebrashok, ihr allein seid Basalit Ahn. So sieht Respekt aus, Baas. Einige von euch werden sich das nie verdienen. Sagt mir eines, Hawk. Ihr wisst, dass mir Parwollen verweigert wird, bis das Buch von Kosloon gefunden ist. Wie lässt sich eurer Meinung nach dieser Konflikt ohne das Buch beilegen? Ich glaube, diese Frage kann ich beantworten. Ich bin mir sicher, es ist weitestgehend unbeschädigt. Das Buch von Kosloon. Die Rückkehr hat einige Zeit gedauert. Überall wurde gekämpft. Ihr kennt das ja. Sieht euch gar nicht ähnlich. Ein heldenhaftes Opfer? Was werden die Leute sagen? Das ist euer verdammter Einfluss, Hawk. Ich war schon auf dem halben Weg nach Ostwick, bevor mir klar wurde, dass ich umkehren muss. Eine Schande. Die Reliquie ist wieder da. Ich kann nun frei nach Parwollen zurückkehren. Mit der Diebin. Was? Oh nein, ganz bestimmt nicht. Wenn ihr jemand in den Arsch tritt, dann bin ich das. Sie hat das Buch von Kosloon gestohlen. Sie muss mit uns zurückkehren. Was genau wird ihr tun? Das klingt, als hättet ihr etwas ganz Spezielles im Sinn. Sie wird sich an das Kuhn und die Ben Hasrath binden. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Ihr bekommt's nicht. Ihr habt eure Reliquie. Sie bleibt bei uns. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Ich fordere euch heraus, Hawk.
Wir beide kämpfen bis zum Tod. Mit ihr als Preis. Nein. Wenn ihr euch mit jemandem duelliert, dann mit mir. Ihr seid nicht Basalit Ahn. Ihr seid unwürdig. Warum gehen wir nicht einfach? Ihr habt doch, weswegen ihr hier seid. Ihr wisst, ihr dulden keinen Diebstahl. Sie darf nicht straflos davonkommen. Ich nehme sie mit. Stellt ihr euch dagegen. Verlangt die Pflicht einen Kampf zwischen uns. Ich bin froh, dass ich gerade nicht geklickt habe. Nein, wir werden sie jetzt nicht einfach ausliefern. Wir kämpfen schon gegen dich. Wagen wir ein Tänzchen. Barabbas, so soll es sein. Gut, ein Duell. Isabella, Freundschaft plus 15. Oh, wie lieb. Nutzen wir Hundi? Ich glaube, wir benutzen Hundi nicht. Ausnahmsweise mal. Gut, legen wir los. Federhandschuh. Okay, gehen wir lieber aus dem Weg. Dann, Federhandschuh. Au, kriegen wir eine Schelle. Mal des Todes. Aua. Okay, Racheverzug. Genau, hier. Hinterhältiger. Aua. Aua. Abstand. Geben wir uns einen. Auf dem Weg. Den hier. Aua. Wir hätten die Ausweichfähigkeit irgendwann lernen müssen. Warum haben wir es nicht getan, als wir die Gelegenheit hatten? Statuiert ein Exempel für diese Staffel. Okay, tun wir das. Da halt er sich. Aua! Wir standen nicht mehr in der Nähe, du Dreckiger. Pass auf, du fackelst jetzt ab, mein Freund. Okay, das hat ihn nicht interessiert. Haben wir wie sieht unseren Buffs auf? Ach, wir haben gerade weder Gift noch irgendwas drauf. Alles klar. Mächtiger Angriff. Wir Gift haben. Was können wir ihm geben, was ihn gut gegnerischen Schaden verringern? Minus 15% ist, glaube ich, viel wert. Oder wir machen ihn langsamer. Gibt uns mehr Reaktionszeit. Da können wir im Endeffekt den kompletten Schaden ausweichen. Dann ist es egal, wie viel er macht. Auflegen. Das halte ich nicht durch. Wie, das hält sich durch? Ich glaube schon. Ausdauer. Hinterhältiger. So, geben wir mal des Todes. Meuchelmord. Und ein Federhandschuh. Federhandschuh, sie sind ganz gut drauf. Ich weiß nicht, ich hab nichts gesagt. Wir brauchen Wiederherstellung. Wiederherstellung ist gerade ein guter Trank. Exakte Schläger. Au! Okay, ziehen wir den Kampf in die Mitte zurück. Da können wir den Tanz beenden, mein Freund. Den hier. Wäre erledigt. Eines Tages werden wir zurückkehren.
Ja. Es ist vorbei. Die Stadt ist gerettet! Was für Klone? Gut gemacht. Wie es scheint, hat Kirkwall einen neuen Champion. Ihr wirkt irritiert, Sucherin. Der Champion hat den Arishok also in einem Duell getötet? Das klingt so romantisch. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr verliebt euch gerade. Macht euch nicht lächerlich. Der Champion wirkt in eurer Geschichte einfach so heldenhaft. Mhm. Falls ihr die Wahrheit sagt. Falls es so ist. Könnte sich in der Galgenburg etwas vollkommen anderes ereignet haben, als wir angenommen hatten. Ich muss es wissen. Nehmen wir an, ich erzähle es euch. Was dann? Sind die Kirche etwa auf Rache? Ist es das, worum es hier geht? Nein, darum geht es nicht. Und was ist mit mir? Werdet ihr mich auch dann gehen lassen, wenn meine Geschichte nicht das ist, was ihr hören wollt? Ich werde euch gehen lassen. Nun, dann sind wir uns einig. Nichts von alledem ist so, wie ich dachte. Erzählt mir, was wirklich geschehen ist. Champion von Kirkwall. Das war die Belohnung. Ein netter Titel. Jeder Adlige in der Festung schuldet dem Champion sein Leben. Er war nicht nur ein Held. Er war nun die wichtigste Person der Stadt. Neben Kommandantin Meredith natürlich. Nach dem Tod des Vicomte war es an ihr, die Ordnung zu wahren. Es wurde jedoch schnell schwierig. Je mehr sie die Magier unter Druck setzte, desto stärker widersetzten sie sich. Und dadurch stieg wieder der Druck. 3 Jahre ging das so. Dann brach alles zusammen. Ich weiß, dass ihr uns fürchtet. Kommandantin Meredith benutzt diese Furcht, um die Kontrolle über eure Stadt zu erlangen. Sie widersetzt sich jedem Bestreben, Vicomte Dumas zu ersetzen. Und ihr habt das Chaos ihrer Herrschaft gesehen. Werdet ihr das weiterhin zulassen? Kehrt alle nach Hause zurück. Diese Posse ist vorbei. Wartet! Vielleicht sind einige hier anderer Meinung als ihr, Kommandantin. Der Champion hat sich als Kirkwalls größter Verteidiger erwiesen. Ein Aufruhr ist bestimmt nicht in seinem Sinne. Oh, ich liebe gute Debatten. Zwischen euch beiden scheint ja ein regelrechter Streit entbrannt zu sein. Das ist kein Streit, das ist Verrat. Die Ansichten des Champions wären bestimmt interessant. Oder fürchtet ihr, was er zu sagen hat? Keineswegs. Stimmt ihr den Vorwürfen des ersten Verzauberers zu, Champion? Warum tut ihr es jetzt, Asino? Was habt ihr hier eigentlich vor? Eine Rebellion anzuzetteln? Die Bürger dieser Stadt müssen erfahren, was in Wahrheit vor sich geht. Und dann? Sollen sie die Galgenburg mit Heugabeln und Fackeln zum Einsturz bringen? Wäre das besser? Schlimmer kann es nicht werden. Eure Weigerung, Vernunft anzunehmen, lässt mir keine Wahl. Ich verweigere mich lediglich euren Ausreden. Wenn ihr das nicht begreift, seid ihr vielleicht für euren Posten ungeeignet. Das reicht. Gegenseitige Drohungen bringen niemanden weiter. Und was soll ich stattdessen tun? Zulassen, dass das so weitergeht? Meredith hat ein Argument. Schurkische Magier bedrohen fortwährend die Stadt. So ist es. Sollen wir angesichts dessen etwa nichts dagegen unternehmen? Ich lasse nicht zu, dass ihr uns alle über einen Kamm schert. Die meisten Magier warten keineswegs auf eine Gelegenheit, Unheil anzurichten. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass jeder Magier ständig der Versuchung ausgesetzt ist, so hehr seine Absichten auch sein mögen.
Ihr treibt uns zu Verzweiflungstaten und benutzt das dann als Rechtfertigung, um uns noch mehr zu unterdrücken. Argument. Die Templer verschlimmern das Problem nur. Ich werde das Wohl Unschuldiger nicht für eine Handvoll Magier opfern. Niemals. Gehen die Templer zu weit. Eure Maßnahmen sind über die letzten 3 Jahre immer radikaler geworden. Und ihr könntet es besser? Frag nicht. Wie gut habt ihr denn eure eigene Mutter beschützt? Wurde sie nicht durch die Hand eines Blutmagiers getötet? Au. Rammt mir doch ein Messer in den Rücken, wo ihr schon dabei seid. Kalte Leichen sprechen lauter als abstrakte Freiheiten, oder nicht? Und solange das so ist, braucht Kirkwall seine Templer dringender als einen neuen Herrscher. Und wann hat das ein Ende? Wann werdet ihr aufhören, in jeder Ecke das Böse zu sehen? Wenn es nicht mehr dort ist. Ja, auf seine Vorwürfe ein. Der erste Verzauberer hat euch vorgeworfen, die Kontrolle über die Stadt an euch reißen zu wollen. Die Stadt. Ich versuche, Ordnung zu wahren, bis ein fähiger Herrscher kommt, der erfolgreich ist, wo Dumar versagt hat. Und andernfalls? Sollen die Templer auf ewig in Kirkwall herrschen? Wir werden nicht untätig bleiben, wenn die Stadt um uns herum in Flammen steht. Der Templerorden existiert zum Schutz von Kirche und Zirkel. Ihr solltet dem Adel die Herrschaft über die Stadt überlassen. Ich brauche weder euch noch sonst jemanden, der mir meine Pflichten erklärt, Magier. Die Stadt sollte definitiv entscheiden. Wenn Kirkwall den Rücktritt von Meredith wünscht, wird die Stadt ihr das mitteilen. Was das nicht, was ich sagen würde. Seid ihr verrückt? Sie wird gefürchtet, und zwar von jedem. Meredith hat definitiv Unrecht. Sie missbraucht den Templerorden auf Art und Weise, wie er nicht da sein sollte. Und Sino hat durchaus recht, aber seine Seite zu nehmen könnte das Ganze nur schlimmer machen. Sie sind im Endeffekt beides Vollidioten. Vielleicht solltet ihr beide einen Ringkampf austragen. Scheint es doch keine andere Möglichkeit zur Klärung zu geben. Ihr seid naiv, Champion. Ihr werdet sehen, dass nicht jeder sich eurem Willen beugt, Kommandantin. Oh je, welch schrecklicher Tumult. Dieser Magier ruft zur Rebellion auf, euer Gnaden. Ich kümmere mich bereits darum. Ah, Orsino. Zutiefst frustriert. Haltet ihr das wirklich für klug? Ich? Nein, euer Gnaden. Natürlich nicht. Ihr jungen Männer bringt den ersten Verzauberer bitte zurück zum Zirkel. Sachte. Versteht sich. Euer Gnaden, man sollte ihn in Eisen schlagen, ein Exempel statuieren. Das reicht, Meredith. Ihr seht doch, das schadet uns allen. Geht jetzt zurück zur Galgenburg und beruhigt euch. Wie ein braves Mädchen. Danke, dass ihr eingegriffen habt, Champion. Hättet ihr nicht... Ich hab mich viel geändert. Wenn man die beiden nicht in getrennte Zellen sperrt, werden sie einander wohl weiter... Ersetzt beide. Problem gelöst. Das ist leider wahr. Gute Leute von Kirkwall, geht nach Hause. Ich bitte euch. Wir werden das heute nicht klären können. Aber sie schiebt das Problem damit hauptsächlich nur auf und das hilft nicht. Und jetzt kümmere ich mich um die Galgenburg. Man wird dort Vernunft annehmen, wenn der Erbauer es wünscht. Nochmals danke, Champion. Immer gerne noch. Königs Hügels erhält Panzerhandschuhe des Champions. Ah, gut, wir haben direkt die Handschuhe des Champions bekommen. Gib her. Wie sieht es mit Waffen aus? Von den Waffen sind wir eigentlich so gut, wie es geht. Das Tarif, ein Langschwert, das kann es nicht tragen. Allzu schwach. Alles ruhig hier, Hauptmann. Gut, weitermachen. Und Adlige? Die Kommandantin ist wahnsinnig. Ich wünschte, ihr wärt wirklich der Vicomte. Das wäre lieb. Ich habe eine Tochter im Zirkel. Viele Magier in der Stadt sind keine Blutmagier. Der Vicomte hatte keinen Erben. Nehmt ihr seinen Platz ein, Champion? Na, warum auch nicht?
Neue Quests. Wir haben ein paar. Aber die gehen wir in den nächsten Aufnahmen an. Ich lege an dieser Stelle eine kleine Pause ein. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Aufnahme einmal alle Quests hier annehmen, mit unseren Gefährten reden und schauen, was da so alles ansteht. Bis dahin, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Dragon Age 2, wo wir inzwischen der Champion von Kirkwall geworden sind. Bis dahin, viel Spaß. Cheerio.